Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein neues Achievement aus dem Patch 8.1 und zwar hier Ran an die Fracht heißt es. Und für dieses müssen wir während der Überriffsquest Frachteskorte 6 Gegner bezwingen. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Da ist mein Achievement. Es gibt nämlich hier unten, wenn in Zuldazar der Übergriff ist, die besagte World Quest, die ich gerade hier mitlaufe, also quasi hier die Frachteskorte. Und ich gebe euch einen Tipp, macht das Ganze in dem Schlachtzug, weil ihr die Problematik haben werdet, dass hier dieser Balken relativ zügig hochtickt und ihr die Gegner gar nicht töten könnt. Zum Beispiel habe ich das mit Main, mit dem ich jetzt mich in den Schlachtzug eingeladen habe, habe ich die World Quest abgeschlossen bekommen, bevor ich eigentlich einen einzigen Gegner getötet habe, weil man, wie gesagt, den Balken hier hochkriegt, obwohl man hier gar nicht mitkämpft, ne? Und deswegen am besten in den Schlachtzug gehen, dann hier mitlaufen, wirklich die Mobs anticken und dann ist es eigentlich auch kein Stress mehr, ja? Ihr müsst halt bloß gucken, dass ihr am besten ja den War Mode ausmacht. Mit dem Main hatte ich den War Mode an. Hier kämpfen halt auch relativ viele von der anderen Fraktion, also dementsprechend von der Horde. Und dass ihr bestmöglich ja einen Schlachtzug macht, dann kriegt ihr auch das Achievement, ohne dass ihr das vorher abschließt, bevor ihr die Mobs tötet. Denn ich habe es probiert, wenn ihr die World Quest abgeschlossen habt, könnt ihr so viele Mobs hier töten, wie ihr wollt. Ihr kriegt das Achievement dementsprechend nicht. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was diese Übergriffe genau sind, die sind immer 6 Stunden in einem Gebiet und ja, ich habe bis jetzt das etwa so gesehen, jeden Tag hast du etwa einen Übergriff, also sprich, es läuft etwa so wie die Legion-Invasionen, ne? Und ja, hier im Zandalar braucht ihr quasi dann hier die Frachteskorte, das ist auf den Koordinaten 75, 38, dort einfach hingehen, sobald die World Quest ist. Und ja, dann habt ihr relativ schnell euer Achievement. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.